Wollen das Wort für die Fraktion Die Linke. Ich könnte jetzt ja nicht einmal zwei Fragen merken. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, Sie sagten hier in dieser Debatte, dass es zur Demokratie gehört, dass die Opposition auch an einer Parlamentskommission sich beteiligt. Zu einer Demokratie gehört aber im Wesentlichen, dass es auch Rechte der Minderheiten gibt und nicht, dass die Regierungsfraktionen einfach eine Kommission gründen, den Auftrag selber bestimmen, Close Shop machen und sagen der Opposition, ihr könnt gerne mitkommen zu dieser Kommission. Das ist keine Parlamentskommission aus diesem Grund, meine Damen und Herren, sondern eine Regierungskommission. Das ist die Wahrheit hier über diesen Sachverhalt, über den wir diskutieren. Der ehemalige Staatssekretär im Verteidigungsministerium aus der Partei CDU, Herr Willy Wimmer, hat Folgendes zu diesem Vorgang hier gesagt. Er sagt, warum eigentlich eine Reform zur Beseitigung des Parlamentsvorbehaltes? Seit dem sogenannten Adria-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1994 hat die jeweilige Bundesregierung letztlich alle ihre Einsatzvorhaben zum Bundeswehreinsatz realisieren können. Die notwendige öffentliche Diskussion über den Einsatz der Bundeswehr ließ die Bundesregierung zögern, wo es wegen der Volksmeinung ratsam zu sein schien. Anders kann der beabsichtigte Anschlag jetzt der Bundesregierung mittels einer Vorwarnkommission den letzten Rest der Parlamentsbeteiligung und damit des Volksinteresses am Einsatz der Bundeswehr zu kippen, nicht gewertet werden, meine Damen und Herren. Herr Willy Wimmer sagt ganz eindeutig, das Vorhaben von Union und SPD ist der größte Angriff auf die Rechte des Parlaments seit Gründung der Bundeswehr 1956. Es ist nämlich das Anfang vom Ende der Parlamentsbeteiligung. Wenn deutsche Soldaten künftig in NATO und EU-Stäben an Kriegen teilnehmen, hat der Deutsche Bundestag nichts mehr zu entscheiden. Ziel der Großen Koalition ist es hier, in einem so wichtigen Punkt alleine die Bundesregierung über Krieg und Frieden entscheiden zu lassen. Und wer diesem Gesetz zustimmt, entmachtet das Parlament, meine Damen und Herren, und da macht die Linksfraktion nicht mit. Wer diesem Gesetz zustimmt, vergreift sich nämlich an dieser parlamentarischen Demokratie. Und wer diesem Gesetz zustimmt, will deutlich schneller Deutschland, deutlich möglichst ungestörter, möglichst unbeachteter Deutschland in neue Kriege führen. Ja, darum geht es hier. Und dieses Vorhaben zur Beseitigung des Parlamentsvorbehaltes wird auf den entschiedensten Widerstand auch bei der Linken treffen, meine Damen und Herren. Wir sagen Nein zu diesem Angriff. Nein zu diesem Angriff nicht nur der parlamentarischen Demokratie, sondern auch der Souveränität der Bevölkerung. Wir wollen diese Kriege nicht weder unter der Flagge der EU noch unter der Flagge der NATO. Und bei Ihrem Vorhaben schrecken Union und SPD auch nicht davor zurück, die Rechte des Bundestages, wie sie in Artikel 23 Grundgesetz festgeschrieben worden sind, direkt anzugreifen. Alles, was Sie hier an Informationen dem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union zugestehen wollen, ist eine gravierende Verletzung des Grundgesetzes und auch des Zusammenarbeitsgesetzes zwischen Bundestag und Bundesregierung, dem EuZBWG. Das Grundgesetz ist für Sie augenscheinlich eben nichts mehr wert. Sie wollen nämlich ohne öffentliche Diskussion, ohne das Licht der Öffentlichkeit, deutsche Soldaten in alle Welt entsenden können. Und deshalb sagen wir Nein zu dieser immer neueren, immer abenteuerlicheren Politik der Auslandseinsätze nach einer Django-Manier, meine Damen und Herren. Und eins muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen. Selbst im Zeitalter des Deutschen Kaiserreichs wurde im Reichstag über Krieg und Frieden entschieden. Hier, heute wollen Sie jetzt die Bundesrepublik in vorparlamentarische Zeiten zurückführen, nur damit keiner mehr hier im Bundestag
und auch Öffentlichkeit über neue Kriege diskutiert. Denn darum geht es, meine Damen und Herren. Von einer Zustimmung aus Seiten der SPD und auch der Union muss man ja zwangsläufig immer ausgehen bei den Militärinterventionen. Und sie gehen auch noch so weit, den Rechtsbruch direkt in ihr Gesetz reinzuschreiben. Während sie die EU als ein kollektives Sicherheitssystem bezeichnen, um dem Bundestag nicht mehr über die Entsendung von Bundeswehrsoldaten in EU-Stäbe im Kriegseinsatz entscheiden lassen zu müssen, hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil über den Vertrag von Lissabon genau dies ausgeschlossen, meine Damen und Herren. Die Europäische Union ist kein kollektives Sicherheitssystem, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Sehen Sie sich einfach mal die Randnummer 390 dieses Urteils an. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann es eben nicht angehen, dass Sie die rechtsstaatlichen Institutionen derart ignorant ins Abseits stellen. Die parlamentarische Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gibt man nicht einfach weg. Und dafür werden wir als Linke auch kämpfen, dass diese parlamentarische Demokratie in Zeiten gerade auch der unsicheren Situation weltweit hier erhalten bleibt, um entscheidende Fragen von Krieg und Frieden hier im Parlament zu debattieren und nicht in der Regierungsbank. Vielen Dank. Das Wort erhält nun der Kollege Nils Annen für die SPD-Fraktion.